Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir sehen können tatsächlich der Truck ein bisschen verändert zum letzten Mal. Ich glaube, nicht allzu viel gemacht, außer dass ich jetzt hier die Lichter geändert habe vorne und die Lackierung geändert habe und zusätzlich noch das Hinterteil geändert habe. Ich weiß nicht, ob das so ein finales Ding ist, ich schätze mal, ich glaube eher weniger. Denn bei den Blinkern habe ich etwas anderes gedacht, dass das anders blinkt. Wir stehen hier noch in Chemnitz und gucken einfach mal, wohin die Reise heute geht. Ich werde auch viel aufnehmen müssen noch in den nächsten Tagen. Einfach um viel vorproduziert zu haben. Warum? Werde ich euch gleich sagen, wenn wir den Auftrag hinten dran haben. Bester Auftrag sieht gerade nach einer kompletten Tour durch Polen mit Elektronik aus. Unterteilt in zwei Abschnitte die Tour. Fahren wir, würde ich sagen, von Chemnitz nach Litauen, nach Panevėžys. Und fahren 8 Tonnen Elektronik von DSV zu Suprema. Wir belassen es einfach mal dabei und nehmen es einfach so mit. Es ist sogar eine wichtige Lieferung und eine zerbrechliche. Gut, 8 Tonnen Elektronik. Fahrt Genügend Power vorsichtig. haben wir auf alle Fälle. Jetzt, wo wir ja den Truck gepimpt haben und so weiter und so fort. Sind mittlerweile bei 76.000 aktuell auf dem aktuellen Stand und wie ihr sehen könnt am Lichtkegel kann man es ganz gut erkennen. Wir sind jetzt offiziell auch in der vierten Staffel in der 1.40. Alle Map-Mods wurden geupdatet, alle weiteren Mods ebenso. Ich habe keinen Grafikmod drin. Zum Okay, das Losfahren. war jetzt weird. Ich habe keine Grafikmod drin. 70 auf der Landstraße, 80 auf der Autobahn, alles klar. Oha, wir haben auch ein paar mehr Reifen. Das heißt, wir haben hinten auch wahrscheinlich Leckachse und so weiter, ne? Schätze ich mal. Ja, es sieht danach aus. Eine hintere Lenkachse und davor nichts. Also man kann es sehr gut erkennen, finde ich, dass man hier in der 1.40 ist. Ah, es hat schon was. Macht schon ordentlich was her. Also 1322 Kilometer, aber 1332 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich es hier schon eingestellt habe. Ich den Retarder höher schalten kann. Oh, falsche Richtung. Ich wollte nur gucken, ob da was kommt oder nicht. Ich glaube, wir sind jetzt in der 1.40 und wir sind nicht nur in der 1.40, sondern, oh Gott, sondern es wurde auch bereits etwas Immer angekündigt, geradeaus. etwas, worauf wir ja schon mehr oder weniger lange warten, nämlich das Ibera-DLC, das ist angekündigt Biege nach rechts ab. für den. Uiui, für den 8.4. Das heißt, jetzt, wenn ihr das Video an dem Tag, wann es rauskommt, in 3 Tagen kommt das Ibera-DLC raus. Ich werde höchstwahrscheinlich am selbigen Tage bereits schon so um die 1 Stunde, 1,5 Stunden das ganze streamen. Und danach am nächsten Tag, also ich werde dann eher wieder mehr oder weniger einen Rechts Stream-Marathon halten machen. und dann Am rechts ersten abbiegen. Tag eher kürzer. Höchstwahrscheinlich so ein Biege Stündchen nach oder so, rechts weil ab. ich halt an dem Tag nicht mehr Zeit habe dafür. Zu der Uhrzeit, wann es rauskommt. Aber das ist auch der Grund, weswegen ich einiges vorproduzieren muss hier von der Staffel. Weil es mit Sicherheit lange Zeit dauern wird, bis das Ganze dann auch kompatibel ist
Denn ProMod selbst ist ja auch schon so zum Teil ein bisschen in Spanien unterwegs. Ich kann ja kurz nochmal zeigen, wie weit das da jetzt gerade ist. Also ein bisschen Spanien haben wir bereits schon. Also, was heißt ein bisschen? Also das ist schon ordentlich Spanien. Viel werde ich davon nicht sehen. Wie das ProMods gemacht hat. Aber einfach, da ich mit Sicherheit, dass etwas Zeit dauern wird, bis ProMods geupdatet wird und ich nicht mehr auf dem Schirm habe, wie das war damals, wenn dann neue Maps oder neues DLC dazu kam. Bitte rechts halten. Und keine Maps noch nicht geupdatet wurden. Oh Gott. Das ist ja auch ein abenteuerliches Blitzlichtgewitter. Ja, aus dem Grund werde ich einfach sicherheitshalber ein bisschen mehr vorproduzieren. Damit. Mir fällt gerade auf, ich hätte mir noch was zu trinken einstecken sollen, damit ich genügend Zeit habe, so gesehen. Was heißt genügend Zeit habe? Genügend Material vorproduziert habe, dass ich dann nicht auf dem Trockner sitze. Gut, auf dem Trockner werde ich nicht sitzen, weil ich genügend Material noch bekomme durch das Iberia DLC selbst, aber nichtsdestotrotz ist das ja eher außerhalb von der Staffel, von daher ein bisschen vorproduzieren wäre dann vielleicht auch schon gar nicht mal so verkehrt, was ja allgemein nicht verkehrt ist. Ich weiß nicht, ob ich genügend Platz dafür habe, da gerade jede Menge Platz noch für andere Sachen gerade auf der Festplatte dabei draufgegangen ist. Da fällt mir auf, ich wollte immer noch Magic Legends antesten. Es gefühlt bald, wenn ich so weitermache, ist es in einem Monat eine Open Beta und ich habe es noch nicht mal gedownloadet. Das ist schon grafisch schon nice. Natürlich eine Umleitung. Ja, das Gute ist ja sowieso, dass ich so Route neu berechnen viel Zeit habe, da ich ja eh nicht in einer Tour hinkomme. Ich habe nächste Pause sind schon 9 Stunden, 30 Stunden habe ich Zeit und ich brauche noch 18 Stunden. Aber das war ja schon von vornherein klar, dass das so eine Tour wird. Ah, es ist doch einfach herrlich, oder? Ein schicker, leicht vergoldeter Truck. Dann hier die schöne Landschaft im Nebel. Jetzt, oh Gott, lieber rein. Sicher ist sicher. Da hinten machen wir erstmal wieder eine Kehrtwende. Ach, einfach nur herrlich. Kann man nicht anders sagen. Ah, schön, so mit dem leichten, diesigen Nebel. Und dann den schönen Sonnenaufgang, der jetzt ja gerade kommt. Demnächst links abbiegen. Ah, das ist doch einfach schön. Die 1,40 ist einfach sehr, sehr schön geworden. Biege nach links ab. Und dann gleich wieder zurück auf die Autobahn.
Aber ja, also, wie gesagt, es wird so zum EBR-DLC den ein oder anderen Stream geben. Und aus dem Stream das ein oder andere Video, aber auch noch als ein oder andere Standalone-Video, wenn man so möchte. Da habe ich schon so das ein oder andere in Planung. Mal schauen, wo wir ungefähr auskommen, so bei der Hälfte. Ich schätze mal so bei Warschau. Mache ich mal ungefähr hier so einen Marker, da muss ich ungefähr... Fahrt dauert zum nächsten Wegpunkt 8 Stunden. Das passt dann ja. Lass uns loslegen. Dann werde ich mich dann dort aufs Ohr hauen müssen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Noch dann gucken, dass ich auf dem Profil auch wirklich hier das so einstelle, wie ich es jetzt hier habe, dass ich da auch wirklich gemütlich fahren kann, so wie es jetzt hier ja kann. Wäre schon optimal, aber mal gucken. Also vielleicht kriege ich es sogar noch hin, dass ich zuvor noch, bevor das Iberia-DLC draußen ist, dass ich dann nochmal ein bisschen rumfahre, vielleicht sogar im Online-Modus. Um nochmal so ein bisschen mehr Geld reinzufahren. Damit ich auch ein bisschen Geld noch habe, um den Truck vielleicht noch ein bisschen zu tunen und natürlich halt dementsprechend, also klar, Geld werde ich sowieso ausgeben fürs für einen Paintjob, mit dem ich dann durch die Gegend fahre. Oh, das ist doch einfach nur wunderschön. Wunderschön. Sowohl die Landschaft als auch grafisch. Einfach nur schön, die 1,40. Jetzt könnt ihr es bei mir zumindest auch besser sehen. Beim Stream ist es ja immer wieder so ein bisschen... Bitrate abhängig. Was die Abfuhrgeschwindigkeit betrifft. Die ja mittlerweile sehr, sehr lange jetzt solide ist. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Was auch ja schon mal eine super Sache ist. Ey, ihr wollt mich doch wohl verarschen, oder? Die Ausfahrt rechts. Ist ja auch gesperrt. Neue Route finden. Ey. Und wo geht's jetzt lang? Okay, jetzt komplett neue Strecke. Alles klar. Neue Strecke. Nicht über Breslau, sondern jetzt komplett über Berlin. Dann von Berlin nach Warschau. Ja, vielleicht muss ich dann sogar bei Lodz schlafen. Werden wir dann sehen. Auf alle Fälle das Ganze jetzt hier nicht sonderlich hilfreich mit den ganzen Umleitungen, weil mit der einen Umleitung, die für beide Spuren ist. Aber hätte sich lohnen können. Im Gegensatz zum Überholen jetzt hier. Ich dachte, das würde jetzt zweispurig weiter vorangehen, aber gut. Ein überholt. Ich glaube, ich fahre wahrscheinlich hinter dem Kollegen hinterher. Nee, doch nicht, der will leider geradeaus, alles klar. Weil er sich halt auch so komisch entschieden hat. Deswegen hätte ich gedacht, er müsste jetzt auch dahin, wo ich muss. Aber offenbar nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, das machen wir doch mal. Immer noch 1230 Kilometer. Gefühlt bin ich noch 0 Kilometer vorangekommen. Vielleicht 10 Stück oder so. Erstmal ab Richtung Halle, ich weiß nicht, auch Richtung Magdeburg. Ich fahre aus Strich 80 einfach aus dem Grund, weil ich könnte zwar auch Strich 85 fahren, aber Strich 80 ist ja auch schon nicht verkehrt, ne?
Ja gut. Vielleicht beschleunige ich jetzt doch nochmal, wenn ich jetzt hier schon im Überholvorgang bin. Ich würde sagen, mit dem Überholvorgang kann ich nochmal 5 Kilometer pro Stunde draufpacken. Ansonsten gehe ich runter auf 80. Wollen ja keine Elefantenrennen provozieren. Kann ich da auch schon ein bisschen mehr Gas geben, vor allem wenn es dann auch nochmal ja, nicht bergab geht, ne? Nehme ich auch nicht zu viel Geschwindigkeit. Nehme ich nicht zu viel Geschwindigkeit zu, sondern. Ja. Falschtaste. Ich wollte eigentlich Tempo mal runterstellen. Hat er jetzt wieder angefangen zu überholen? Obwohl ich 85 gefahren bin? Okay. Sind wir jetzt hier scheinbar bei Leipzig? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Zumindest bei der Ausfahrt von Leipzig Nordost. XXL Möbelhaus offenbar hier auf der rechten. Also ich bin auch sehr lange nicht mal in Deutschland gefahren, fällt mir gerade auf. Echt schon Ewigkeiten her, okay. Dreispurig. Apparently. Na, jetzt fängt es langsam auch so ein bisschen wieder an zu ruckeln, aber nicht allzu stark. Das Reinladen, zumindest beim ersten Mal, hat echt Ewigkeiten gedauert. Also ich habe gefühlt, ich habe gefühlt dreimal Instagram durchgespielt in der Zeit. So lange, wie das jetzt mal gedauert hat. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Fahren ohne Licht. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Es war so hell, dass ich dachte, ich könnte schon ohne Licht fahren, aber okay, scheinbar nicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Egal, nur 300 Tacken Abrichtung. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, Abrichtung Berlin. Ich dachte schon, hey, ich bin doch nicht so schnell gefahren. Aber bin ich auch nicht. Gut, dann mache ich das. Wann macht man nochmal das Licht aus? Das ist eine gute Frage. War das denn um 7 Uhr? War das um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr? Irgendwie, es gab halt, glaube ich, da so eine Timeline. 166 Kilometer noch bis Berlin. Timeline? Ist das der richtige Ausdruck? Fällt mir gerade ein. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also da gab es ja so eine bestimmte Uhrzeit meistens immer so. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die mir überhaupt bekannt war. Also wann Ampeln irgendwie oder wann Lichter angehen oder wann die Ampeln sich ausschalten, das ist mir klar, wegen, weil man das bei Truckers MP ja gut sehen konnte, aber selbst da bin ich ja nicht mehr main genug drin, um das jetzt noch zu wissen. Wie viel Liter verbrauchen wir denn jetzt gerade? Okay. Warte, wenn ich einen Gang hochschalte. Dann ist erstmal weniger. Aber es geht ja noch bergab. Ich behalte das mal einfach im Auge. Das macht jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Wobei es im 12. Gang eher auf die 47 zugeht, als auf die 41 wie beim 11. Gang. Okay, da war wieder ein etwas größerer Ruckler. Ja, also wenn ihr gerne dabei sein wollt, wie ich dann durch Spanien fahre oder in Spanien reinfahre,
nach Spanien reinfahre, dann durch Spanien durchfahre, durch Portugal durchfahre, dann dann achtet einfach auf den Kanal, dann wird es demnächst einen Stream dazu geben. Weiß nicht, wenn ich es wirklich so mache, vielleicht streame ich heute noch auf Truckers MP, vielleicht aber auch nicht. Sollte ich heute nicht streamen, werde ich dann wahrscheinlich dann zumindest schon mal den ersten Stream für und vom Iberia DLC schon mal planen. Keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Ich kann es nicht sehen, im Gegensatz zu Premieren, die ich plane. Livestreams, die ich plane, oh Gott. Livestreams, die ich plane, kann ich nicht sehen. Lavan konnte die nicht sehen und auch doch sehen. Also irgendwie ist das weird. Keine Ahnung, ob es daran liegt, weil ich nicht im YouTube-Partner-Programm bin, dass ich die selber nicht sehe. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß, dass ich sie mal sehen konnte, aber aktuell und mittlerweile, beziehungsweise mittlerweile und aktuell kann ich nur Premieren sehen. Bitte links halten. Und keine geplanten Livestreams. Also ich kann keine geplanten, ich kann geplante Serien, Premieren sehen, aber keine geplanten Livestreams, so. Um das nochmal klarer zu stellen hier. Ist einfach schön. Ich finde, dadurch kommen auch die ganzen Farben, kommen dadurch viel mehr zum Vorschein, so. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Dass durch ein Lichtsystem-Update die Farben anders sind. Wer hätte das ahnen können? Ja, Sarkasmus aus. Ja, wir bleiben einfach auf der A10. Gar kein Problem. Ja, es ist, ne, über 1000 Kilometer, das gibt ganz gut Erfahrungspunkte. Dadurch level ich auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ist mittlerweile nicht das sogar so, dass Level 30 so... Mit Level 30 das letzte Ding mit Level 28 oder mit Level 30 das letzte Accessoire freigeschaltet wird. Irgendwie sowas war das ja, glaube ich. Gut, dann geht's jetzt hier Richtung Warschau. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und auch Richtung Frankfurt. Oder aber wir wollen ja erstmal nach Polen. Wir wollen ja schließlich durch Polen durch. Rechts. Und nach Litauen, um dort nach Paniveshis zu fahren, um dort die 8 Tonnen Elektronik auszuliefern, die wir in Chemnitz bei DSF geladen, DSV geladen haben. DSF. Guter Witz. So, wir haben sogar nur noch in Anführungszeichen 541 Kilometer bis Warschau. Das heißt, so roundabout noch 480 Kilometer bis zum Schlafplatz. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, dass ich wahrscheinlich bald dort schalten muss. Weil die Zeit gekommen ist, um schlafen zu gehen. Aber ich denke, so 5 Stunden ungefähr werde ich noch fahren. Kann ich 5 Stunden noch fahren? Nee, ich kann nur noch 4 Stunden fahren. Das ist jetzt belastend. Aber gut, das wird dann halt in der nächsten Tour dann runter, aber im nächsten Teil der Fahrt wird das dann runtergerattert werden müssen. Einfach aus dem Grund, weil, ja, würde sich halt nicht lohnen, dann zwei noch ein Stückchen zu fahren. Also gefühlt dann am Ende noch so 30 Kilometer zu fahren. Aber ich denke, das sollte noch hinbekommen. Ist danach noch alles in einem Rutsch zu erledigen, es sei denn natürlich, dass
dass wir wieder eine Umleitung haben. Wäre natürlich belastend, wenn dem so wäre. Vorbeifahrten sind auch immer schön, oder? Jetzt muss ich gucken. Geht's wahrscheinlich etwas langsamer runter. Runter auf 60. Perfekt. Nehmen wir uns ein Polizeiauto. Noch ein deutsches. Mit deutscher Lackierung. Und dann sind wir jetzt in Polen. Dann gibt es auch schon die erste Maut. Brauche auch gar nicht mehr Gas geben. Ich muss ja eh abbremsen. Ich gehe mal runter auf 50 oder auf 40 sogar. My bad. Bremse ich mal ab und halt auch noch hier hinter den Kollegen. Interessante Ladung. War doch, glaube ich, richtig hier, oder? Kann ich jetzt zwar nicht mehr erkennen, aber wird wahrscheinlich jetzt hier auch nicht so viel LKW sein, ne? Oder? Wobei nur Cash und Kreditkarte steht hier. Noch muss ich nicht zahlen, war erst die erste Mautstelle. Aber so gut ist, wir können auch an Mautstellen halten. Das heißt, es würde auch bei Lodge funktionieren. Bei Lodge war ja dann. Oh Gott. Bei Lodge gab es ja eine Mautstelle. Keine Raststelle, sondern nur eine Mautstelle, wo man schlafen konnte. Warschau, 441 Kilometer. Wir fahren aber erst nochmal bei Potsdam vorbei. Beschleunigen wir mal auf 80 wieder. Und wir haben Überholverbot. Ich versuche mich natürlich dran zu halten. Und ich werde mich dran halten, sofern ich es nicht vergesse, dass wir Überholverbot haben. Denn genauso wie in ETS, wie in ATS, fahre ich ja auch hier in der Staffel nach Schildern. Also unter anderem auch nach Schildern, sag ich mal. Sprich. Wie kommen wir jetzt gerade auf Schilder? Fällt mir gerade auf. Ich hab's vergessen. Aber also sprich, wenn dann irgendwie steht hier von wegen alle kommerziellen Fahrzeuge über 24 Tonnen oder über 8 Tonnen müssen hier zur Inspektion oder so, dann fahre ich auch zur Inspektion, auch wenn es vom Spiel nicht simuliert wird. Einfach um halt den zusätzlichen Realismus dann auch ein bisschen mit rein zu roleplayen. Ach ja, genau, wegen dem Überholverbot, deswegen. Ich erinnere mich wieder. Kann natürlich sein, dass ich schon bereits in Deutschland schon mit dem Überholverbot überholt habe. Weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber passiert halt. Wenn es passiert ist, dann passiert es halt. Okay. Auf 50 oder 45 vielleicht sogar, wobei eine Mischung aus 45 und 50 sind das Schild noch im Überholverbot, oder ich habe zumindest das Schild nicht gesehen, dass wir aus dem Überholverbot draußen sind. Ah, sehr schön, er fährt raus, das heißt die KI dürfte jetzt auch wieder weiterfahren oder schneller voranfahren. Okay, auch nicht. Wäre wohl schon zu schön, um wahr zu sein gewesen.
Aber dir ist bewusst, dass wir 30 km pro Stunde unter dem Tempolimit fahren. Ich werde schon irgendwie wohlverbot überholt. Ich wollte es nur mal anmerken. Aber gut. Dass wir von der KI überholt werden, ist ja klar. Aber die achten ja nicht auf die Schilder. Zumindest nicht auf die Schilder. Also, soll das so? Soll das so langsam vorangehen? Ich weiß ja nicht. Das ist schon fast ein bisschen faszinierend. Kann bitte mal das Überholverbot aufgehoben werden? Ich würde gerne noch ein bisschen hier vorankommen, bevor ich müde werde. Ah, der fährt einfach zu langsam. Ich höre die Uhr gleich. Ist mir jetzt auch gerade egal, dass hier eigentlich Überholverbot ist, aber das wird die Polizei schon verstehen. Wunderbar, wunderbar. Ab zur nächsten Maut. Also wirklich, wirklich weit kommen wir jetzt zwar nicht noch, aber okay. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ich bin ja dabei. Dann geht's wieder runter auf 40. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich weiß. Hier auf dem Schirm. Dann wird jetzt wahrscheinlich Geld gezahlt werden müssen. 60 Euro sind fällig. Noch nicht erstmal wieder mit 40 km aber schon rauskriechen, bevor es dann weitergeht mit 70. Vorerst weiter Richtung Warschau. Kann ich den Tempomat ja wieder höher stellen auf 80. Noch 12 Stunden, 2 Stunden kann ich noch ungefähr fahren. Okay, weniger als 2 Stunden, alles klar. Das wird dann in der nächsten Folge dann der zweite Teil der Tour wird dann ja doch nochmal ziemlich, ja, noch eine enge Kiste. Denn durch die Mautstellen verlieren wir ja auch immer noch wertvolle Zeit. Darf man auch nicht vergessen. Deswegen, ich gehe mal einfach hoch auf 85 km pro Stunde. Um einfach ein bisschen mehr Zeit wieder gut zu machen. So, die paar Minuten vorm Ende dieses Abschnittes. Voltada ist ja ganz gut. Wir haben ja auch nicht viel Gewicht. Von daher kann ich prinzipiell eigentlich sogar wirklich schon mit 85 fahren. Ich werde ja ganz fix dann runtergebremst, da ich nicht viel Gewicht habe, was mich wieder runterdrückt. So, runter auf 70. Wieder runter auf 40. Da wird jemand müde. Schauen wir mal, wo sind wir gerade? Wir sind bei Posen vorbei. Ja, es wird wahrscheinlich nicht ganz bis nach Warschau werden, sondern bis nach Lodz. Hallo? Da auf Enter gedrückt. Ach, geht doch. Das war jetzt verwirrend. Und nur ein bisschen.
wie weit ist es denn noch? Zwei, Fahrtdauer 2. Ja, wahrscheinlich zur nächsten Maut komme ich noch. Vielleicht schaffe ich es noch weiter, gucken wir mal. 1,5 Stunden Fahrzeit ist noch da. Cruise Control wieder 85 km pro Stunde. Noch sind wir in der 70er Zone, aber ich hoffe mal, wir kommen da schnell noch raus. Wäre halt optimal, wenn ich es noch bis nach Warschau schaffen würde. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es wäre halt optimal. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da bin ich ja dabei. Bei nur dem luxuriösen Express ein bisschen auf den luxuriösen Express ein bisschen aufgeholt. Nicht mehr und nicht weniger. So, wieder Oberschleudiger auf 85 km pro Stunde. Das könnte ich vielleicht sogar schaffen. Vielleicht schaffe ich es noch bis zum geplanten Rastplatz, zum geplanten Rasthof. Je weiter, desto besser. Wenn es halt nur bis nach Lodge, wenn es nur Lodge wird, dann wird es halt nur Lodge, aber um Warschau rum wäre optimaler. Und noch, ich dachte gerade, wie eine Baustelle. Eine Stunde Fahrzeit, ja gut, wird glaube ich nichts mehr bis weiter, weil, ja. Dann fahre ich noch bis zur Maut und schlafe dann bei der Mautstelle. Oder gehe ich hier beim Rasthof raus? Das sind noch 11 Stunden, ne? Also tanken muss ich auch nicht, ich fahre noch weiter. Jede Minute kann im nächsten Fall auch noch zählen. Deswegen. Und die Dementsprechung jeder Kilometer, deswegen fahre ich noch bis zur Mautstelle. 57 Kilometer noch. Bis nach Paneveschis. Und dann fahren wir da im nächsten Video innerhalb dieser Staffel dann von der Mautstelle in der Nähe von Lodz in Polen nach Paneveschis in Litauen. Und liefern dann dort die 8 Tonnen Elektronik ab. Und kassieren ganz gut Geld, ne? Wie viel waren das nochmal? 42.000? Na gut, knapp, ne? 41.000 bekommen wir dafür. Das, ja, sind zwar mehr oder weniger ein Wert von 22.000 Aufträgen, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, sollte ich mir vielleicht ein Ziel setzen, dass ich dann eher 50.000 Aufträge nehme, wo ich dann 25.000 pro Trip quasi bekomme. Dann sollte ich mir jetzt auch gleich dort sein. Da kommt ja schon die Maut. Ist das überhaupt? Ne, ist nochmal ein Schlafplatz, ne? Aber die 37 Minuten schaffe ich noch bis dann zur Maut. Wie gesagt, ich schlafe einfach bei der Maut. Immer noch mit Lichtfilm gerade auf, ne? Was sehr untypisch für mich ist, aber egal. Sogar noch 700 Kilometer. Habe ich ja doch ganz gut noch was runtergerissen, auch wenn es nur 500 Kilometer waren, aber es ging ja zu Beginn auch so gut wie kein bisschen voran.
darf man natürlich auch nicht vergessen. Ach schön. Nochmal eine Baustelle. Irgendwo. Wo weiß ich noch nicht. Ja, ja, ich werde müde, ich weiß. Ich bin aber auch. Ich wollte schon gerade sagen, hier ist hier doch keine Mautstelle. Aber die kommt noch. Tier 2. Ach ja. Ja, 11 Minuten. Knappes Ding. Das war ein knappes Ding. Eventuell sogar noch ein bisschen risky, aber. Es scheint ja geklappt zu haben. Und da ich ja eh ganz rechts fahre. Bin ich ja auch in der Nähe vom Schlafplatz schon direkt. Das war schon direkt in der Nähe vom Schlafplatz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Wortfindung ist aber heute auch wieder on point. Ich habe 1 Euro bezahlt. Ich hätte beinahe Dollar gesagt, ich hatte Dollar im Kopf, aber dann doch Euro gesagt. Der Wahnsinn. Damit sich noch jemand hinter mich stellen kann, fahre ich auch möglichst weit nach vorne. Wunderbar. Ja, und mit dem Ausblick verabschiede ich mich von euch für dieses Video für diesen Part. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann entweder im Livestream von Iberia DLC wieder oder im nächsten Video hier in Euro Truck Simulator 2, wenn wir die Fahrt fortsetzen nach Panevesis. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!